Guten Morgen! Wie ihr ja im Food Diary gesehen habt, das Video findet ihr oben in den Infokarten, habe ich letzte Woche das O-Ton der amerikanischen Massenmedien, gesündeste Lebensmittel der Welt, Gerstengras-Saftpulver, ausprobiert. Und ja, dieses dann gleich mal kombiniert mit einem Test von dem Gerstengraspulver. Der Unterschied zwischen Gerstengraspulver und Gerstengras-Saftpulver ist, dass Gerstengraspulver getrocknetes Gerstengras ist und bei Gerstengras-Saftpulver man das Gerstengras ausgepresst hat, also von der Zellulose befreit hat und danach diese Essenz getrocknet hat. Faktisch bedeutet es, dass Gerstengraspulver dadurch billiger ist, ein Arbeitsschritt weniger, als das Gerstengras-Saftpulver. Das Gerstengraspulver verfügt allerdings noch über Ballaststoffe, was durchaus positiv ist. Aber das Gerstengras-Saftpulver hat ja die wesentlich höhere Konzentration an Vitaminen und Mineralstoffen. Wie genau, wie viel die höher ist, kommen wir nachher noch dazu und noch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Soweit die Theorie. Aber wozu ist denn Gerstengras in welcher Form auch immer erstmal überhaupt gut? In erster Linie ist das Wildgrün. Das bedeutet, die Vitamine und Mineralstoffe sind in etwa so intensiv wie auch bei Löwenzahn, Brennnessel und Co. und wesentlich intensiver als bei Grünkohl, Spinat und anderen gezüchteten und milden Gemüsesorten. Das bedeutet, wer jeden Tag draußen Wildgrün sammelt, der macht's genau richtig und der kann getrost auf Gerstengras oder generell auf alle möglichen Pulver, da in diesem Handel so angeboten werden, von Grünzeug verzichten. Das ist immer das Optimum. Aber nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer habe ich bei mir selber gemerkt, da gibt es Tage und ich möchte jeden Tag Wildgrün zu mir nehmen. Aber da gibt es Tage, wo ich mir nicht die Zeit nehme, Wildgrün zu sammeln. Und deswegen habe ich das ganze Jahr Weizengras in meinem Garten, also erstmal, ich habe Weizengras im Garten angebaut und getrocknet für den Winter, aber auch das ganze Jahr sozusagen auch Pulver immer da. Das heißt entweder Weizengras oder Gerstengras. Und bis auf die B1-Konzentration sind die gar nicht so krass unterschiedlich. Die Händler priorisieren eben immer das Weizengras oder Gerstengras, wo sie dann wahrscheinlich einen besseren Zugang haben. Meine Vermutung zumindest. Der Geschmack ist allerdings anders. Kurioserweise habe ich früher Weizengras total geliebt. Die ersten Videos, ihr erinnert euch vielleicht noch, Gerstengras auch nicht so. Jetzt ist es genau andersrum. Und ja, mein Weizengras mache ich halt quasi jetzt irgendwie alle, aber ich mag den Geschmack von Gerstengras. Das spricht allerdings intuitiv wahrgenommen jetzt wieder dafür, dass es eben doch Unterschiede gibt in den Nährstoffen, also was mein Körper vielleicht jetzt braucht aus dem Gerstengras oder so. Oder dass ich jetzt mit der Rohkost irgendwie Gerstengraspulver mehr brauche, keine Ahnung. Aber nur um Euch mal ein paar konkrete Werte an den Latz zu knallen. Diese Werte gelten jetzt für das Gerstengras an sich, also für das Gerstengraspulver und nicht für das Gerstengras-Saftpulver, welches noch eine höhere Konzentration hat. Wie gesagt, kommen wir nachher noch zu den genauen Werten. Also Gerstengras hat als Lebensmittel 30 mal so viel Vitamin B und 10 mal so viel Calcium wie Kuhmilch. Also die Komponenten, warum alle Welt glaubt, Milch trinken zu müssen. Der Anteil an Zink liegt exakt so hoch wie bei zinkreichen tierischen Lebensmitteln. Gerstengras. Auch das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu 5-mal so viel Eisen wie Brokkoli und auch Spinat, die eben für solches berühmt sind. Wie ihr ja in meinen Food Diaries seht, hat meine Pulverdichte insbesondere in den Smoothies radikal abgenommen, da ich bei vielen Pulver nach ausgiebigen Testen zu dem Schluss gekommen bin, ja, dass ich sie nicht mehr brauche. Ich habe sie meistens immer komplett aufgebraucht, ne, alles rein in den Smoothie, aber irgendwann habe ich dann damit aufgehört. Aber ich werde noch weiter in Zukunft den Luxus gehen, immer mal ein Pulver zu testen und ja, zu schauen, ob ich da irgendwas optimieren kann in meiner Gesundheit oder ob es sich irgendwie besser anfühlt, Effekte und so weiter. Experimentiert dran, das ist bei mir immer gegeben. Daher auch das Test jetzt des Gerstengras-Saftpulvers. Das Gerstengras enthält übrigens im Gegensatz zur Gerste keine Gluten oder kein Gluten. Bei Weizen ist das ähnlich. Das Gerstengras ist eine Pflanze und ja, das Gluten ist ein Gerstenkorn, das hat erstmal gar nichts damit zu tun. Wer mein Video zur anaeroben und aeroben Energiegewinnung gesehen hat, da findet auch weiterhin den Hinweis, wie wichtig der Sauerstoff für unsere Energiegewinnung ist und dass in Wildgrün dieses enthaltene Chlorophyll die Energie der Sonne quasi speichert und damit die Blutbildung anregt und die Zellen mit mehr Sauerstoff versorgt. Auch das ist halt beim Gerstengras so ein richtiges Pro. Macht mal 2-3 Tage so eine intensive Grünkur, egal mit was. Ihr werdet so spüren, was die Energie angeht, dass ihr so geboostet werdet, dass vor allem auf natürlichen Wege. Also
Ich habe mir mindestens schon über 20 Pulver oder mehr in meinen Smoothie reingehauen. Aber es gibt wirklich nur ein Pulver, was von der ersten bis zum, von dem ersten bis zum letzten Smoothie wirklich immer drin war. Und das ist Weizengras oder entsprechend Gerstengras. Für mich ist das ungefähr dasselbe. Und ja, darauf werde ich, glaube ich, Stand jetzt auch nie verzichten. Das ist einfach pures Grün und auch so einfach, einfach Esslöffel rein und gut ist. So, jetzt mal konkret. Gerstengraspulver und Gerstengras Saftpulver. Beides auch vom selben Hersteller, also um auch einen fairen Vergleich machen zu können. Den Link übrigens zu diesen beiden Pulvern findet ihr unten, die verwende ich auch derzeit. Ganz wichtig bei dem Gerstengraspulver, aber auch bei dem Gerstengras Saftpulver ist die Qualität des Bodens. Das findet ihr überall bei hochwertigen Anbietern von Weizen und Gerstengras, dass immer wieder die Qualität des Bodens. Und ich habe am Anfang ja, das billigste Weizengras oder Gerstengraspulver gekauft, was auf dem Markt verfügbar war. Und habe trotzdem gespürt, wow, Energie, und war entsprechend glücklich. Bis ich mich dann informiert habe und festgestellt habe, dass ich eben unbedingt auf die Bodenqualität achten sollte. Und dann entsprechend die Dinger probiert, die hochwertigeren, und gemerkt, oh, es geht noch mehr. Und ja, und entsprechend seitdem lege ich da auch Wert bei dem Weizengras und Gerstengras auf ein qualitativ hochwertiges Pulver. Ja, also zumindest der energetische Effekt, die Nährstoffe, das kann man immer selten beurteilen, aber der energetische Effekt ist größer. Auch wenn ich ja, mein Weizengras aus dem Garten nehme und das vergleiche mit den billigen Anbietern, liegen da auch ebenfalls Welten dazwischen. Und das ist halt ganz normal, ohne Pflege, ohne alles angebaut. Jedenfalls, ich habe mir jetzt ein Glas Wasser mit 1 Esslöffel Gerstengraspulver und 1 Esslöffel Gerstengras Saftpulver vermischt und beide getrunken. Der Vergleich, also erstmal zum Geschmack, was habe ich erwartet? Zum einen, dass das Gerstengras Saftpulver wesentlich intensiver schmeckt, da es ja eine höhere Vitamin- und Mineralstoffdichte hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das normale Gerstengraspulver, das schmeckt viel mehr nach Wiese, so richtig intensiv, heuig und wiesig. Also scheinen die Ballaststoffe oder Zellulose irgendwie geschmacksgebender zu sein. Wenn da einer von euch mehr weiß, warum das so ist, dann bitte lasst es mich wissen, mich hat das total überrascht. Das Gerstengras Saftpulver hat weniger intensiv geschmeckt, dafür aber wesentlich süßer und runder. Nun ist die Frage, auf was man steht, den richtig tiefen Wiesengeschmack oder den abgerundet leicht süßlichen Wiesengeschmack. Ich muss sagen, tendenziell, wenn man das Pulver in den Smoothie tut, macht es wohl keinen Unterschied geschmacklich. Aber wenn man es solo trinkt, wie ich jetzt auch in der Woche jetzt das gemacht habe, dann würde ich sagen, doch ein Punktsieg für das Gerstengras Saftpulver, einfach weil es runder ist. Nun die Wirkung. Also ich kann nur sagen, dass ich mir auch hier wieder eingebildet habe, dass beim Gerstengras Saftpulver die Wirkung nach dem Glas etwas intensiver war. Insbesondere auch dieser leichte Energieschub. Aber es ist immer ganz schwer zu beurteilen. Ich habe es mir aber ehrlich eingebildet und ich würde sagen, wenn es nicht so wäre. Aber es war nicht exorbitant, sondern eher moderat. Und dann kommen wir mal zum Entscheiden, meiner Meinung nach, das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man Gerstengras Saftpulver und Gerstengras vergleicht. Gerstengras Saftpulver kostet das Doppelte wie Gerstengraspulver und der Unterschied liegt ja in dem Wegfall der Faserstoffe. Also habe ich mich mal hingesetzt und genau nachgerechnet. Laut Herstellerangaben befinden sich auf 3,5 Gramm Gerstengras 1 Gramm Faserstoffe. Das bedeutet, rein faktisch dürfte das Gerstengras Saftpulver nicht doppelt so viel kosten, sondern ca. nur das 1,3 bis 1,5-fache. Allerdings ist da die Arbeitsleistung des Auspressens noch nicht inkludiert und die kann ich nicht beurteilen. Und entsprechend kann man dann wohl dann vielleicht das Doppelte des Preises verlangen, aber da fehlt halt die Transparenz, ne? Also müsst ihr wissen. Also rein von den Nährstoffen, das was eigentlich entscheidend sein sollte, warum man dieses Zeug zu sich nimmt, ist das Gerstengraspulver effektiver. Er kriegt mehr Mineralstoffe, Nährstoffe zum besseren Preis. Und entsprechend geht meine Empfehlung dahin. Ja. Aber wenn man das Gerstengras wirklich nur pur trinkt, dann würde ich wahrscheinlich sogar das Gerstengras Saftpulver, wenn man sich es leisten kann, diesen kleinen Preissprung, würde ich nehmen, weil es einfach besser schmeckt. Wenn man da noch Tropfen Stevia reinmacht, also noch ein bisschen mehr Süße reinbringt, also bei mir ist das ja wichtig, dann entsteht so ein richtig leckerer, grüner, vital und Energiesaft, den man auch täglich, wo man sich auch drauf freut, so beim Gerstengras Saftpulver. Ja, also falsch machen kann man eigentlich nichts, aber Gerstengraspulver für den Smoothie und Gerstengras-Saftpulver für den puren Genuss mit Wasser. Das wäre meine Empfehlung nach dem Test. Aber generell wirklich, wenn ihr nicht jeden Tag Wildgrün von draußen holt und das ist auch im Winter möglich, also da gibt es auch keine Ausreden. Wenn ihr aber aufgrund von Faulheit oder fehlender Möglichkeit oder Unwissenheit, was ihr da pflücken sollt,
das nicht macht, dann absolut wirklich meine Empfehlung, Euch Weizen- oder Gerstengraspulver zu kaufen, damit ihr wirklich jeden Tag die Power von Chlorophyll und Co. bekommt. Wenn ihr ja, einfach wirklich total wenig Geld habt, dann habe ich auch noch eine preisgünstigere Alternative, die ich am Anfang genommen habe, verlinkt. Ich habe jetzt auch nicht viel Geld, nutze aber trotzdem das preisintensivere. Das habe ich euch unten auch verlinkt. Da ist wahrscheinlich die Bodenqualität nicht so gut oder was auch immer, das wäre nicht ganz so groß der energetische Effekt, aber besser als gar nichts. Wie gesagt, am besten Wildgrün. Alles in allem hoffe ich Euch ein wenig heute aufklären ja, zu können oder konnte, das was eben für das Gerstengraspulver und was für das Gerstengrassaftpulver spricht und wie ihr Euch da entscheiden könntet. Also ja, ansonsten meiner Meinung nach für einen gesunden Lifestyle ganz wichtig nochmal explizit herauszuhaben, Wildgrün, Gerstengras, Weizengras, irgendwas Grünes jeden Tag zu sich nehmen. Und wenn ihr draußen nichts habt, unbedingt Euch ein Pulver jeden Tag ins Smoothie hauen. Mache ich seit Beginn, mir geht's blendend. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr einen eigenen Garten habt, Weizengras anbauen, Gerstengras anbauen, trocknen und für den Winter benutzen. Ich merke das auch von der Qualität, ist besser als das Billige. Also von daher denkt mal drüber nach, wie ihr das in euer Leben integrieren könnt, aber meine absolute Empfehlung, richtig tiefes Grün jeden Tag zu Euch nehmen. Jeden Tag ohne Ausnahme. Manchmal passiert es mir auch, aber es ist sehr, sehr selten, muss ich sagen. Sehr, sehr selten, wenn ich keinen Smoothie trinke. Im Smoothie ist halt immer drin. Ja, ist auf jeden Fall besser als die industriell gezüchteten Gemüsesorten. Das muss man sich vorgewähren. Spinat, Grünkohl wird immer so total, aber es ist nicht so gut wie Weizengras, Gerstengras, Wildgrün. Das ist das Entscheidende. Ich verabschiede mich jetzt von Euch, hoffe wie gesagt was Interessantes dabei gewesen und gebe Euch noch den Trailer mit auf den Weg für den Live-Talk am Donnerstag und für Eure Themen und so weiter, ihr kennt den Spruch, wir sehen uns am Donnerstag um 8 Uhr würde ich sagen zum Live-Talk. Ich wünsche Euch eine angenehme Woche, macht's gut, Euer Christian, ciao.